Wow, fuck. Was meinst du? Hast du den? Nice. Der Orbinos? Oh mein Gott, Digga! Tryhard Plus. Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Die Black Ops 3 Special Woche ist im vollen Gange, natürlich mit Antonio. Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen. Genau, wir spielen jetzt eine Runde Team Deathmatch auf Stronghold. Diese Runde, also beziehungsweise dieses Video, ist mal wieder so zusammengecuttet. Das bedeutet einfach die besten Momente, die wir jetzt in den nächsten Momenten erleben. Ja, ist eigentlich so der modernste Style, der macht mir auch mit am meisten Spaß. Und let's go. Ich schwitze, jetzt hast du Hater dabei? Ja. Sehr gut. They see me, bro. Ich schwitze auch, Digga. Ich schwitze direkt jetzt auf Hater. Wenn du nuklear schaffst, dann gebe ich dir beim nächsten Treffen, blase ich dir ein, okay? Okay, nice. Fändest du das interessant als Angebot? Aber schon auch mit so ein bisschen Horny machen, ja? Auch mit nicht nur direkt. Ach so, mit V-Spiel quasi? Ja, genau. Ich habe so einen Turn verteilt, Digga. Okay, alle sind Snow. Ah, hier ist diese neue Waffe, diese RPK. Geil, ich habe die zum ersten Mal, Digga. Boah, Digga, oben Top Brown war noch einer, glaube ich. Also, Digga, ich habe so Bock mit dieser Waffe zu zocken gerade. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht direkt. Boah, Digga, der erste hat schon mal über die Long Range kassiert. 30 Spawns hinter mir, Leute. Digga, was ist das hier für ein Autorennen draußen? Ist das eine Snow? Boah, Digga, wie schön der gestorben ist. Auch eine Drohne. Die Spawn ist hier, Leute. Eine Drohne wäre geil. Hab ich, ne? Hier ist einer. Hab ich? Hier ist noch einer? Eine. Warte. Hier links im Spawn müssen wir noch. Hab noch einen? Ey, ich bin 1-2 Drohne. Sind hier gespawnt? Digga, diese RPK, die bockt ja auch nochmal. Ist hier noch einer? Ja, hier ist noch einer. Warte, den hol ich. Was? Noch einer bei dir. Ja, warte. Er ist weak. Ja, nice, warte. Okay. Hab Drohne. Noch einer, hast du hier gespawnt? Ja, hier ist noch einer. Ich bin kurz vor. Ah, ne. Hast du den hier? Ja. Okay. Einer kommt außen links. Oh, warte, nein, ich hab Tempest rausgekommen. Bitte rette mich. Warte, wo ist er denn? Da hinten irgendwo. Hab ich noch. Oh, gut, Digga, du hast mich so gesaved. Komm, Bunker. Ja, ich stehe hier mit Tempest. Oh, fuck. Ist noch einer hier? Hast du den? Nice. Der Orbi raus. Oh mein Gott, Digga! Nein, der letzte nice. Hat mich 1-2 Hater, Zornabschluss. Boah, er hat mich auch noch was geholt. Aber Digga, wir rapen gut die Runde, Digga. Guck mal, wir sind einfach. Wenn die Aufnahme läuft, dann sind wir da. Warte, wenn ich das überlebe, ne? Warte, wenn ich das überlebe, Anton. Oh mein Gott, Digga! Das war die heftigste Szene, die ich jemals hatte. Oh mein Gott. Digga, ich schwöre, das war richtig gut gespielt von mir gerade. Von der Priorisierung her geht's nicht besser. Shit, Digga. Ja, diese Gegner sind auch echt nicht schlecht. Wir rapen gerade richtig gut, Digga. Guck mal unsere Scores an. Der hat einen Heatwave aktiviert. Digga, das ist der schlimmste Gamertag der Welt, ist in die Lobby gejoint. Alter, Marcel, dieser. Hab dich gerecht. Ich hab ihn across the map mit dem Tempest abgeknallt. Nice. Okay, hab Drohne Konter. Meine beiden Tempests habe ich jetzt zusammen 8 Kills oder so gemacht. Okay, warte. Warte, ich muss kurz hier chillen, wenn ihr hier reinpusht. Boah, Hate. Kranke One-Bomb. Nein, da hinten ist einer. Okay, White. Nein, Akoste, Digga. Ich muss kurz versuchen, den easy zu picken. Bist du kurz vor Wieser, oder was? Ja, was heißt kurz? Nein, hinter mir. Oh mein Gott. Ich hab hinter dir. Ich hab ihm einen Turn gegeben, Anton. Hast du. Nein, noch einer, Marcel. Warte. Die ganze Heatwave, Digga. Er ist weak, gleich. Wenn ich das klatsche, Anton, warte. Er ist weak, hol ihn, er ist weak. Ein Schuss, ich hab ihn gelassen. Scheiße. Okay, ich bin 50 Punkte jetzt vor Hater. Aber, Digga, wie ich generell gerade spiele, ist wirklich gut anzuschauen. Ich hab schon wieder gerapt. Ja, nice, Digga. Ja, zu spät halt, aber Hauptsache Hater. Wie ja, er mich komm, angeschossen eine hat. Eine wie ich veraime. Ein Kill noch, Digga, okay, Kim. Na, warte mal, Freundchen. Ach, schade. Ich hab auch so drauf geschwitzt, Alter. Aber die Runde war eigentlich nice anzuschauen, auf jeden Fall. Killduell geht an dich, Digga. Ist halt nur so, Digga. Ich hab halt Ballsportart, also Fußball habe ich halt in der Schule. Digga, in der Schule im Fußball ein Tor zu schießen, hat sich angefühlt, wie ein WM-Finale zu gewinnen. Ich schwöre, aber das ist auch immer geil. Weil manchmal haben die Mädchen auch so zugeschaut bei uns. Ja, genau. Achso, du hattet ihr Sport getrennt, oder wie? Wir hatten Sport mit den Mädchen zusammen. Ab der 6. Klasse oder sowas getrennt, ja? Oder ab der 6. Klasse war es getrennt? Ich glaube, in der 5. Klasse war es noch zusammen. Ich hatte meine gesamte Karriere zusammen. Echt? Ja. Nee, bei uns war getrennt. Wir haben immer Fußball gespielt. Das ist voll geil. Das ist das Geile, wenn die Lehrer halt selber Fußball feiern, dann war es eh klar, was man macht. Ja, das ist. Digga, er checkt gar nichts. What? Schreibt mir in die Kommentare, was macht ihr so für Sport?
Jetzt mal, oder schreibt mal eure Lieblingssportart rein, die nicht Fußball ist. Vielleicht habt ihr da ja was. Fußball ist halt klar, in Deutschland musst du Fußballfan sein, Digga. Ist halt Regel Nummer 1. Hast du eigentlich schon mal Golf gespielt? Nee, Mann. Golf ist so wie Dart, halt ein reiner Mentalsport. Digga, Dart ist so der krasseste Mentalsport. Das ist so crazy, Mann. Mhm. Wenn du da gut bist, ne, auf diesem Top-Niveau, ich will nicht wissen, was du da für eine Psyche für haben musst. Wenn du irgendwie mit dem Rücken zur Wand stehst und der Gegner ist auf Finish und du musst es jetzt checken, so, weißt du? Du musst so 120 dann einfach mal checken, so, das ist so crazy. Da hat's halt krank, weil es halt auf Millimeter ankommt. Ja, ja. Jemand, der sagt, dass Darts nicht anspruchsvoll ist, hätte so keine Ahnung. Es ist natürlich kein anstrengender Sport, kein körperlich anstrengender, aber mental ist es komplett crazy. Ja, ganz ehrlich, egal wo, wenn man... Alles, was competitive ist, ist für mich Sport. Ja. Alles, wo jemand besser ist, also alles, wo jemand merklich besser ist als andere sozusagen, das ist für mich dann Sport quasi. Ja, genau. Ich meine, COD gibt es ja auch, okay, jetzt vielleicht momentan nicht, aber so, zu den besten Zeiten haben bestimmt so 1 Million Menschen in Deutschland COD gespielt, weißt du, ich meine? Ja. Davon dann einer der Besten zu sein, ist halt auch eine Leistung. Natürlich, Digga. Oh, ich hab Barca meinen Kill geklaut, jetzt schreibe ich mir in den Kalender. War's komplett. Ich hol die Sense jetzt. Ah, die Sense war der andere. Fuck. Na, für wen ist die? Auf mich. Ah, ich glaube, die war auf mich, aber hat mich nicht getroffen. Das war ein Wunder, ich schwöre. Digga, Anton, ich werde hier komplett geraped. Ich auch, ich auch. War wirklich komplett? Das ist nicht mehr so aus Spaß. So, ich geh 8-8. Da oben. Ich habe auch das Thema Sport ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem Thema, worüber wir vorhin schon gesprochen hatten. Das können wir den Leuten auch mal erzählen. Motivation. Das Ding ist, Leute, die Gegner, die wir hier die ganze Zeit haben, das heißt, das sind halt Leute, die uns vielleicht schon seit 2014, wahrscheinlich ist die Chance sogar sehr hoch, dass sie uns seit 2014 oder so kennen, weil es spielen ja nicht mehr so viele Leute aktiv COD. Zur Zeit zumindest. Und außerdem ist das Wetter perfekt. Also jetzt gerade sind da echt die heftigsten Tryhards online. Und die Chance ist uns, die Leute hier kennen, ist hoch. Und ihr müsst euch vorstellen, Leute, für diese Leute ist das gerade die Runde ihres Lebens in COD. Und das ist jede Runde so. Jede Runde haben unsere Gegner die Runde ihres Lebens. Und das, natürlich kann man sagen, oh, eingebildet und so, aber es stimmt einfach. Es ist einfach so. Und das hat nichts mit eingebildet zu tun, sondern es ist halt so, ich würde mich auch anstrengen, wenn ich gegen Scump spielen würde. So. Digga, damals, als wir uns ja kennengelernt haben, quasi in Call of Duty auf Meltdown, ja, wo du mit Solution Killer aufgenommen hast. Digga, weißt du, wie krass ich mich da angestrengt habe? Weil ich das Solution auch übelst krass gefeiert habe. Ja. Digga, ich habe so hart alles gegeben, alles. Und das Gleiche machen halt die Leute so bei uns. So. Und zwar die ganze Zeit, Digga. Deswegen ist halt dieses Thema Undercover-Account eigentlich, weiß nicht, sollte man da deutlich öfter drüber nachdenken, das zu machen, finde ich. Ist halt, es gibt halt eine Sache, die daran extrem nervt. Und zwar, dass der eigene Name nicht im Killfeed steht. Das fuckt mich ab, Digga. Ich habe ja zum Beispiel nie mit Undercover-Accounts gespielt. Es ist halt so, manchmal ist das schon geil. Übrigens, ab und zu das passiert nebenbei. Nice. Nein, es war nicht so schlimm. Aber er hat sich so 40 Grad gedreht, ist aber auch schon schlimm genug. Kann das nicht mehr ein Kill sein? Digga, muss sagen, wir müssen die Runde wenigstens gewinnen, ne? Lass mal kurz Gas geben. Ja, warte, ich komme jetzt in den Tryharder-Modus. Warte. Ja, jetzt rape ich. Komm in Headglitch. Oder so. Ich wusste es, hab Hater. Let's go. Mann. Die sind alle hinten gespawnt. Wie krass war die Leistung dieses Haters? Ja, schon gut, Digga. Die Gegner sind echt. Ich muss immer Bestätigung haben, Anton. Mann, Alter, Digga. Ich hab 14 Tote, Digga. Du bist viel besser in dem Video als ich. Ist ja auch mein Video. Ist ja noch gut. Ausnahmsweise mal, Digga. Normalerweise spielt man ja immer im Video des anderen besser. Kann ich helfen? Oh! Digga, ich hab. Du hast mich gerettet, ich schwöre. Das war so ein Burst, Digga, so einfach nur geschossen habe ich für Just of One. Ich könnte sogar. Ich hab's skrupellos, aber okay, ich muss jetzt hier einen Kill machen, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Ja, es war's eh komplett. Er hat mich so. Ich wurde auch geraped. Ja, okay, die Sense, Mann, das ist ja, kannst du nicht rapen, Digga. Von der Sense. Ah, die ist für dich. Nee, doch nicht. Ich hab sie so angeguckt, die hält. Jetzt nicht mal getrennt, sie war so groß. Sense, warte, ich versuch's zu challengen. Boah, Digga, ich krieg nicht mal den normalen Down, Just Prince. Der ist wirklich das. Digga, wie konntest du das.
Anton hat vorher in der Lobby gesehen, dass dieser Just Prince der Beste ist, obwohl er der 17 ist. Du hast echt immer ein besseres Tryhard-Auge als ich, Digga. Digga, allein dieses I vor seinem Namen, Alter. Hast du Ends-Ehrfurcht oder was? Ja. Dann müssen wir eigentlich kommen. Ich guck jetzt, ob er hochspringen. Okay. Mann, ich kriege nicht. Nice. Nein, Helikopter! Helikopter? Nein, diesen kaputten Wrack oder wie das heißt. Boah, Digga, das hätte eine richtig nice Killcam werden können. Ich weiß, der kommt jetzt hier. Boah, Digga, wie kann man so dumm pre-aim wie ich? Weil sich Enzel tot verdienen. Komm, lass mich. Ja, ich brate ihn. Feine Bratcam an meiner Koi-Fisch. Okay, Leute, wenn euch das Video gut gefallen hat, lasst ein Like da. Zwei coole Runden gewesen, wie ich finde. Die Black Ops 3 Woche geht selbstverständlich weiter in den nächsten Tagen. Haut rein, checkt Anton's Kanal ab und ciao. Tschüss.